Pam Bondi soll für Donald Trump das US-Justizministerium führen. Nach dem Rückzug seines Wunschkandidaten Matt Gaetz hat der designierte US-Präsident mit der früheren Generalstaatsanwältin von Florida eine weitere treue Verbündete für das Amt nominiert. Die 59-Jährige gehörte zu dem Anwaltsteam, das Trump in seinem ersten Amtsenthebungsverfahren im Senat vertrat. Der künftige Präsident beschrieb Bondi als Kämpferin für seine America First-Politik. Sie werde das Justizministerium wieder auf seinen eigentlichen Zweck, der Verbrechensbekämpfung und der Wiederherstellung der Sicherheit in den USA, ausrichten. Bondi führte in ihrer Zeit als Generalstaatsanwältin von Florida Trumps Politik mit juristischen Mitteln fort. So ging sie gegen die Gesundheitsreform von Trumps Vorgänger Barack Obama vor und untersuchte unbelegte Vorwürfe über Wahlbetrug der Demokraten. Nur wenige Stunden vor Bekanntgabe der Personalie hatte der Rechtsaußenpolitiker Gaetz seinen Verzicht auf den Posten des Justizministers erklärt. Wegen seiner umstrittenen Persönlichkeit und seiner fehlenden Erfahrung hatte die Nominierung des 42-Jährigen Bedenken und Kritik ausgelöst. Im März 2021 leitete der Ethikausschuss des Kongresses eine Untersuchung gegen den glühenden Trump-Verehrer ein. Dabei ging es um den Verdacht auf Unterschlagung von Wahlkampfgeldern, illegalen Drogenkonsum sowie anstößiges Verhalten. Auch wurde gegen Gaetz zeitweise wegen Verdachts auf sexuellen Missbrauch einer Minderjährigen ermittelt.